Heute wird Kupfersulfat-Pentahydrat erhitzt. Das Experiment kann als Beispiel für eine endotherme Reaktion genutzt werden. Meiner Meinung nach bietet es sich mehr im Thema Komplexchemie an. Entfernt kann das wasserfreie Kupfersulfat als Nachweisreagenz für Wasser genutzt werden. Zu den Geräten. Wir brauchen einen Bunsenbrenner, ein Feuerzeug, ein Reagenzglas, eine Klemme, einen Löffel und ein Thermometer. An Chemikalien brauchen wir Kupfersulfat-Pentahydrat. Zunächst werden ca. 3 bis 5 Gramm des Kupfersulfates in ein Reagenzglas gegeben. Gasbrenner an. Und nun kann das Kupfersulfat erhitzt werden. Sofort kann man erkennen, dass sich an der heißesten Stelle das Kupfersulfat entfärbt. Nach kurzer Zeit kann man Kondensstreifen am oberen Teil des Reagenzglases erkennen. Also was passiert da jetzt? Aus dem Namen Kupfersulfat-Pentahydrat kann man lesen, dass pro Kupfersulfateinheit 5 Wassermoleküle im Ionengitter als Kristallwasser eingeschlossen sind. Genau genommen sind 4 der 5 Wassermoleküle quadratisch planar um das Kupferion koordiniert und das übrige ist an dem Sulfation koordiniert. Durch das Herauskochen fehlen im Kupferion nun die Liganden, welche den blauen Farbeindruck ermöglicht haben und deswegen sieht das Ganze farblos aus. Allerdings handelt es sich bei der Reaktion um eine reversible Reaktion. Bei Zugabe von Wasser kann die stark exotherme Reaktion ablaufen, bei der das Pentahydrat wieder gebildet wird. Dabei können Temperaturen von bis zu plus 55 Grad erreicht werden. Damit verabschiede ich mich. Tschüss.